Freut der Schwanzern. So, servus, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bayerisch für Anfänger. Heute mit einem Special Guest, mit dem Amazing Reis. Servus. Und heute machen wir was äußerst Wichtiges. Und zwar eine Horsemaus. Und das zeigen wir Ihnen jetzt einmal, weil das geht. Als erstes brauchen wir ein Weizen. Das Weizen schenkt man in den Maßkrug. Das macht jetzt einmal der Reis. Der war richtig, ja. Ein Cola. Man kann, wenn man will, auch gleich ein fertiges Cola-Weizen nehmen. Das würde ich auch gern, wir mischen es halt jetzt selber her. Freut der Schwanz an. So, da haben wir jetzt ein fertiges Weizen. Und da kommen wir jetzt, bevor wir das Cola einschieben, zuerst einmal die wichtigen Zutaten ein. Nicht, dass es dann schon voll ist und wir bringen nichts mehr ein. Als erstes war das eine Art Weinbrand, in dem Fall ein Asbach und ein Kirschlikör. A 2 cm. Da haben wir unseren Messbecher. Bitte jetzt nicht gleich durchdrehen, wenn das nicht dein bekanntes Rezept ist, weil es verschiedenste Arten von Gorsmausen gibt und das von Ort zu Ort wieder unterschiedliche Rezepte sind. So einfach ist es. 2 cm Ausbruch. Ah, das schaut nicht, wenn es ein wenig mehr ist. Bin ja ich. Ist ja er. Jetzt sieht man schon, das färbt sie leicht. Und den Rest von diesem schönen Gefäß, und da machen wir jetzt vorsichtig sein, weil Cola und Weizen, das ist schaumtechnische Katastrophe. Machen wir vorsichtig mit Cola füllen. So. Soll ich jetzt noch nicht so, und jetzt haben wir eine fertige Gorsmaus mit einer schönen Schaumkrone. Erkennbar ist eine richtig gefertigte Gorsmaus an der eingefärbten Schaumkrone, weil die Bierschaumkrone durch das Durchtreten der Flüssigkeiten Asbach, Kirschlikör, Cola leicht bräunlich-rötlich eingefärbt wird. Und jetzt haben wir unsere Testperson da, da ich ein Auto vor mir, der Amazing Reis, der nimmt jetzt da mal einen Zug. Prost! Dankeschön. Der ist gut. So soll es sein. Und jetzt, auch wenn wir das eigentlich nicht recht wollen, kommen wir nur zu einer Spezialvariante. Eine Art, mag ich sagen dazu, eine Veredelung der Gorsmaus. Meine Meinung ist es jetzt nicht. Nein, meine auch nicht. Du musst aber trinken. Super. Das ist immer dein Problem. Wir veredeln diese Gorsmaus jetzt mit Trommelwirbel. Das Ganze nennen sie dann Odelmaus. Von der Konsistenz und vom Aussehen her haben wir da dann schon relativ noch dran. Odel ist die bayerische Bezeichnung für Jauche. Der, dem was das eingefallen ist, der ist glaube ich auch nicht ganz sauber gewesen. Aber das machen wir jetzt, weil das probiert er eh nicht eher. Ja. Bei uns da in der Oberpfalz darf man das Ganze dann als ureidig bezeichnen. Das heißt so viel wie ekelhaft. Den Presser kommen wir jetzt, weil den Kas beim Obersten zermutscht. Und jetzt stellen wir den Presssack in das, in den Gorsmaus ein. Das zischt richtig. Das zischt. Das reagiert, das ist eine chemische Reaktion. Ah, schaut das ureidig aus. Oh.
So! Ich glaube, da müssen wir ein wenig umrühren. Also, da wir da einen original Oberpfälzer Bauern haben, können wir auch gleich nachfragen, ist vom Aussehen her realistisch? Sehr realistisch, ja. Ich mache jetzt einmal ein Foto, das blende ich dann im Video ein. Wie in die Kollegen auch frisch aufgeregt. Was stinkt der Scheiße? Okay. Also. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vom optischen her echt mit einer Lavalampe zu vergleichen. Ja, da geht wieder Blacklint weg. Also, und der Amazing Race, der probiert das jetzt einmal. Mahlzeit. Okay, also, ich will echt sagen, zum Empfehlen ist das gar nicht. Das schmeckt echt scheiße. Also ich bevorzuge lieber die originale Gasmaus. Das schmeckt wesentlich besser. Die Odelmaus hat den einzigen Vorteil, essen und trinken in einem. Wem das gefällt, der kann das machen. Man kommt eh alles zusammen. Und der Rest gefällt es nicht und ich mir nur Auto fahren. Und da bin ich ehrlich gesagt auch froh. Also ich denke, wir werden das heute nicht austrinken. Ich hoffe, das Video war für euch interessant und lehrreich. Ja, alles hoffe ich auch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen und ein Like und ein Kommentar und Fragen und sonst noch was weiteres. Ja, wir gehen uns jetzt am Mongas pumpen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, sagt der Bavaria Blogger und der Amazing Reis. Servus. Und denkt auch mal dran. This is alrighty. Oh, danke.